Dass bei den Kloten Flyers, oder wie es seit gestern wieder heisst, EHC Kloten grössere Veränderungen anstehen, ist schon fast kalter Kaffee. Mit der Namensänderung, die die Fans im Speziellen freut, müssen natürlich aber auch die Fanartikel mehr oder weniger einem Facelifting unterzogen werden. Ich denke, bei dem Trikot, wenn man es anschaut, da ist ja eigentlich nur das Logo oder Kloten, die drauf war. Früher war es nur das Logo und das bleibt ja bestehen. Also da ändert sich nicht viel. Merchandising-mässig muss man es dann anschauen. Aber ich glaube, da sind auch die Leute, die das Ganze vermarkten, immer im Kontakt. Und die wissen, die haben das auch vorher schon ein bisschen erfahren, dass man da eine Änderung machen will. Und die werden da auch nicht vor den Kopf gestellt. Also das ist jetzt nicht so eine Riesenübung, die wir da machen müssen. Die Rückkehr zurück zu den Wurzeln und dem alten Namen hat vor allem für Tanja Bolliger eine ganz spezielle Bedeutung. Die Vizepräsidentin vom Fanclub Kloten Flyers, wie er aktuell noch heisst, ist, wie sie sagt, mit dem EHC Kloten aufgewachsen und auch schon Schweizer Meister geworden. Mit der Namensänderung wird sich laut ihr vor allem in einem Bereich wieder etwas tun. Verändern hoffe ich, wird sicher eine Zuschauerzahl, weil das ganze Stadion war für den EHC, man hat für den EHC gesungen. Und vor allem hoffe ich, dass jetzt einfach wieder mehr Leute ins Stadion kommen. Allein schon auch wegen dem Namen. Den Fanschal und das Trikot aus der damaligen Zeit holt Tanja Bolliger aber aus einem ganz bestimmten Grund nicht aus dem Keller. Das Alter ist Vergangenheit und sicher werden wir jetzt auch das Merchandising wieder unterstützen. Der EHC Kloten, der gestern nicht nur über den neuen Namen informiert hat, sondern auch, dass er in Zukunft wieder zurück zu der alten Ticketphilosophie möchte, führt aktuell gute Gespräche mit möglichen neuen Investoren.